Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Tutorial über FreeCAD. In diesem Video-Tutorial werden wir uns in der Part-Workbench die Befehle Sweep und Loft etwas genauer anschauen und anhand des Beispiels dieser Speiskonsole hier werden wir besprechen, wie man diese beiden Befehle zur Konstruktion dieser Speiskonsole einsetzen kann. Die eingesetzte Version von FreeCAD ist die 016.6189 auf einem Windows 7 64-Bit-System. Den Befehl Sweep haben wir bereits verwendet im Tutorial über die Druckfeder, wo wir in der Part Workbench aus dem Menü für die geometrischen Grundkörper eine Helix eingefügt haben, die dann als Austragungspfad gedient hat, und wir haben einen Kreis als Skizze entlang dieser Helix ausgetragen und anschließend dann weiter bearbeitet, um die zylindrische Druckfeder herzustellen. Wir haben außerdem in den Tutorials über die Gewindeherstellung ein Dreieck entlang einer Helix gesweept und anschließend dann mit Boolschen Operationen die entsprechende Gewindeform in 3D hergestellt. Das heißt also, ein Sweep bedeutet, dass man eine Skizze verwenden kann als Profil und eine bestimmte Bahn als Austragungspfad, und dieses Profil wird entlang der Bahn ausgetragen. Während für die Skizze der Kontur, die gesweept werden soll, gilt, dass es eine geschlossene Kontur sein muss, gilt für den Pfad der Austragung, dass es nicht nur akzeptiert wird von FreeCAD, wenn man geometrische Grundkörper über die Part Workbench einfügt oder Skizzen im Sketcher erstellt und diese dann als Austragungspfad definiert. Es werden auch Körperkanten akzeptiert und Elemente aus der Draft Workbench. Also ich kann durchaus zum Beispiel sagen, ich erstelle jetzt ein neues Dokument, füge zum Beispiel einen Standardwürfel ein, dann selektiere ich hier die vorderste Fläche, wechsle in die Sketcher Workbench und setze eine Fläche auf diese vorderste, eine Skizze auf diese vorderste Fläche. Dann zeichne ich hier mal einen Kreis. Und wenn ich jetzt in die Part Workbench zurückwechsle und das Sweep-Werkzeug auswähle, dann kann ich die einzelnen Elemente entweder hier im 3D-Fenster anklicken für die Austragung, oder ich könnte auch in den Modell-Tab zurückwechseln und hier die einzelnen Elemente auswählen, die ich für den Austragungspfad haben möchte. Das geht beides. Ich kann also jetzt hier in diesem Falle sagen, per Doppelklick den Sketch hier rüberholen, der soll entsprechend gesweept werden. Ich klicke wieder ins Leere, um sicherzustellen, dass nicht selektiert ist. Klicke auf Pfad der Austragung und klicke jetzt mit gedrückter Steuerungstaste der Reihe nach auf diese Kanten. Sage dann fertig, ich möchte gerne einen Volumenkörper erzeugen und sage okay. Und schon sieht der entsprechende Volumenkörper hier so aus. Wenn ich jetzt den Sweep selbst markiere und dann auf den Datentab gehe, kann ich hier noch per Transition bestimmen, wie die Übergänge an den einzelnen Knickpunkten, nenne ich es mal, des Pfades erstellt werden sollen. Also wir haben in diesem Falle Right Corner als Option. Ich könnte aber genauso gut auch Transformed. Dann hätten wir hier sogar eine illegale Figur. Beziehungsweise ich könnte eine abgerundete Figur noch wählen. Dann würde er hier die Ecken verrunden. Falls also das Sweep nicht gleich funktioniert, mal schauen, ob man ihn zum Funktionieren bekommt, indem man hier auf Transition klickt und die entsprechenden Optionen umstellt. Wie gesagt, für Austragungspfad werden auch Elemente aus der Draft Workbench akzeptiert. Also im Wesentlichen hier Linie, Polylinie, Bézier-Kurve und sonstige Elemente. Versuchen wir uns auch hier an einem Beispiel. Ich kreiere ein neues Dokument,
sage, ich wähle den Polygonzug aus und die Logik, die jetzt hier in diesem Menü steckt, wird am besten bedient, habe ich so den Eindruck bekommen, wenn ich zuerst den Cursor in das 3D-Fenster bewege, sodass auf der linken Seite die Koordinaten anfangen zu laufen. Dann wähle ich zur Sicherheit hier noch aus, ob ich relative Koordinaten, also in Bezug auf den letzten gesetzten Punkt, eingeben möchte. Oder wenn ich den Haken rausnehme, dann gebe ich absolute Koordinaten, also in Bezug auf den Nullpunkt ein. Wenn ich dann also den Cursor hier im 3D-Fenster stehen lasse und über die Tastatur in dem Falle 0, Tab 0 und dann wieder Tabulator und nochmal 0 eingebe und dann die Return-Taste drücke, wenn ich jetzt den Cursor etwas bewege, sieht man, dass als erstes der Nullpunkt gefangen wurde. Und ich kann jetzt entweder per Snap Mode andere Punkte fangen oder zum Beispiel jetzt, wie hier in diesem Beispiel jetzt ausgeführt, kann ich hier frei nach Gutdünken mal im Raum etwas klicken und per Doppelklick beziehungsweise Escape, den entsprechenden Befehl abschließen. Wir erhalten also dann hier unseren D-Wire. Wenn ich mir zur Sicherheit mal noch das Achskreuz einblenden lasse, so sieht also jetzt der D-Wire in 3D aus, den ich hier erstellt habe. Ich kann jetzt noch auf der YZ-Ebene im Sketcher einen kleinen Kreis skizzieren. Dazu scrollen wir mal noch ein bisschen rein. Dann einen kleinen Kreis. Wir schließen die Skizze. Schauen uns mal an, wie die Größenverhältnisse sind. Jawohl, das passt. Und ich kann jetzt, wenn ich in die Part Workbench gehe und dann das Sweep-Werkzeug auswähle, kann ich sagen, per Doppelklick den Sketch möchte ich gerne sweepen. Und im Pfad der Austragung kann ich jetzt, wie gesagt, hier die einzelnen Elemente abklicken oder per Doppelklick auf das Element den ganzen D-Wire auf einen Schlag auswählen. Oder ich kann sagen, Pfad der Austragung, ich gehe hier auf den Modellbaum, klicke einmal auf den D-Wire, dass er hier angeleuchtet wird, gehe zurück auf den Aufgabentab, sage fertig, von mir aus erzeuge Volumenkörper. Was nicht geht, ist zwei Kreise einzuzeichnen, dass ich eine Art Rohr im Prinzip bekomme, das in 3D extrudiert wird. Das müsste man dann machen mit zwei identischen Austragungspfaden und zwei Kreisen unterschiedlicher Größe und dann per Boolean-Operation voneinander abziehen. Oder man wendet dieses Dicken-Werkzeug hier an. Dann sage ich jetzt hier für dieses Beispiel noch okay. Warte mal ab, was passiert. Er hat jetzt hier ein paar schwarze Punkte eingeblendet, wo er Schwierigkeiten hat mit den Übergängen. Also auch hier machen wir wieder dieses Spielchen und schauen mal nach. Wir haben Transition Right Corner. Mal schauen, vielleicht Transformed. Jawohl, mit Transformed hat er jetzt hier diese Austragung soweit richtig gemacht. Das wäre also jetzt hier diese Möglichkeit. In manchen Fällen wurde in der Draft Workbench beim Polygonwerkzeug oder bei diesen Multipoint B-Spline bzw. bei der Bézier-Kurve wurde da bei der Koordinateneingabe immer mal wieder ein Punkt irgendwie verschluckt. In solchen Fällen habe ich mir dann mit einem kleinen Trick beholfen. Wenn ich also Punkte in 3D kenne über Koordinaten, die ich auf jeden Fall als Stützpunkte für die entsprechenden Linienzüge brauche, kann ich mir behelfen über die Point Workbench, die eine Punktewolke entsprechend einlesen kann. Dazu öffne ich hier unter Windows den ganz normalen Texteditor und gebe die Koordinaten meiner Punkte mit Leerstelle getrennt und mit Punkt anstelle des Kommas ganz normal ein. Ich sage also zum Beispiel 0, Leerstelle 0, Leerstelle 0 soll mein Startpunkt sein, dann mit Return in die nächste Zeile und ich sage, wir gehen zum Beispiel auf 0, Leerstelle 10, Leerstelle 0. Dann gehen wir zum nächsten Punkt, der soll auf 0,
10 und 10 sitzen, also 0 in x, 10 in y und 10 in z-Richtung. Und dann besuchen wir noch einen weiteren Punkt, der auf 10 in x-Richtung und 10 in y und 10 in z-Richtung liegt. Wie gesagt, wenn ich irgendwelche Nachkommastellen hätte, müsste ich die mit Punkt eingeben und dann hier entsprechende Zahlen nach dem Punkt eingeben. Diese Datei speichere ich jetzt ganz normal ab als Textdatei und vergebe ihr den Namen points.txt. Dann über den Explorer in Windows werde ich die Endung dieser Datei hier ändern. Ich klicke hier einmal drauf und ändere dann die Endung von TXT in ASC. Das braucht FreeCAD zum Importieren. So, dann gehe ich wie gesagt in die Points Workbench und kann diese Punktewolke hier entsprechend importieren. Zur Sicherheit machen wir mal gleich ein neues Dokument auf. Wir importieren also die Punktewolke. In meinem Fall aus dem Dokumenteverzeichnis. Points.asc öffnen und sehen dann hier schon diesen ersten kleinen entsprechenden weißen Punkt. Wir sehen jetzt hier diese weißen Punkte der Reihe nach alle aufleuchten, die ich gesetzt habe. Wir sagen zur Sicherheit noch Achskreuz einblenden. Ich habe also diesen Punkt gesetzt, diesen, diesen und diesen. Und könnte jetzt über die Draft Workbench per Polygonzug und Snap Mode eingestellt auf Fangen der Endpunkte ganz normal diese Punkte hier miteinander verbinden. Und die würden jeweils immer richtig gefangen werden. Hier ein Doppelklick drauf und schon habe ich hier den entsprechenden Linienzug durchgeführt. Ich könnte sogar da noch wieder diese Points rauslöschen, weil den D-Wire selbst, den habe ich ja schon, indem ich sage, ich gehe auf Entfernen auf der Tastatur und habe dann wieder diese Points-Datei rausgelöscht, dann schleppe ich die nicht mit. Aber ich kann sie natürlich genauso gut mitschleppen. Und wenn ich hier jetzt drauf gehe, dann steht ja da nichts besonders drin. Es steht nur drin, dass sie eigentlich keine Placement-Werte hat, was ja logisch ist, und dass es halt eben eine Points-Datei ist. Wie gesagt, man kann es rauslöschen. Man hat ja die entsprechenden Punkte hier über den D-Wire richtig gefangen. Man bräuchte es also diese Datei nicht unbedingt in der eigentlichen FreeCAD-Datei mit integriert rumschleppen. Eines der Hauptmale des Sweep-Befehls ist, dass ein und dasselbe Profil entlang des entsprechenden Pfades ausgetragen wird. Also sprich, das Anfangsprofil und das Endprofil sind so gesehen identisch. Wenn nun diese Profile unterschiedlich sind, kann man das Loft-Tool verwenden, mit dem ich also quasi eine Körperverbindung herstelle zwischen zwei verschiedenen Skizzen. Auch hierzu machen wir ein kleines Beispiel. Wir kreieren ein neues Dokument. Wir begeben uns auf die XY-Ebene. Wir sagen in der Sketcher Workbench, ich würde gerne eine Skizze auf die XY-Ebene legen. Ich zeichne dann ein Rechteck in meinem Falle, setze hier eine Symmetrie, ebenso hier eine Symmetrie. Dann sage ich noch, diese beiden Seiten sollen gleich groß sein. Und ich vergebe mal von mir aus 15 mm als Maß. Ich schließe die Skizze. Und werde jetzt diese Skizze
über Auswahl duplizieren, zweimal kopieren. Dann werde ich hier per Placement die zweite Skizze in Z-Richtung, sagen wir mal 40 mm hochschieben. Und diese zweite Kopie werde ich über Placement, sagen wir mal 80 mm hochschieben. So sehen also diese drei Skizzen aus. Jetzt werde ich nochmal die mittlere Skizze bearbeiten und aus den 15 mm, sagen wir mal 25 mm machen. Dass ich also diese drei Skizzen hier erhalte. Wenn ich also jetzt in der Part Workbench das Loft-Werkzeug anwende, will er jetzt der Reihe nach wissen, welche Skizzen soll er in dieser Reihenfolge von oben nach unten verbinden. Also zuerst Sketch, dann Sketch 1, dann Sketch 2. Ich möchte einen Volumenkörper haben. Und dann schauen wir mal, was er bringt. Er hat jetzt hier die entsprechenden Geometrien verbunden. Allerdings hat er jetzt quasi die Eckpunkte mit einer interpolierten Kurve verbunden. Wenn ich jetzt also hier den Loft markiere und auf den Datentab gehe, habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich hätte gern Ruled Surface, also eine gerade Verbindung. Dann bekomme ich hier diese Figur. Das wäre also die Möglichkeit des Loft-Werkzeuges. In unserem Beispiel von der Konsole ist es ja so, dass man natürlich diese Elemente auch einzeln erstellen könnte in der Part Design oder in der Part Workbench und dann mittels Move und Rotate und Placement und solchen Dingen an Ort und Stelle platzieren könnte. In dem Fall habe ich allerdings ein gesweeptes Profil genommen und habe dann dieses Dickenwerkzeug drauf angewendet, um hier eine Wanddicke zu erreichen. Und dann haben wir schon einen Einsatzfall für das Loft-Tool hier, denn an beiden Enden dieses schrägen Trägers hier sitzt ja jeweils ein anderes Endprofil. Also das ist nicht ein einheitliches Profil, das ich austragen könnte. Das könnte ich halt entsprechend zwar machen, müsste es aber dann nochmal manuell oben abschneiden entsprechend. Aber ich kann ja genauso gut mit dem Loft-Tool sagen, diese beiden Skizzen entsprechend verbinden. Und das habe ich hier bei dieser Konsole gemacht. Und wie das aussieht, mit den entsprechenden Befehlen werden wir uns jetzt gleich genauer anschauen. Als erstes werden wir jetzt beim neuen Dokument im Sketcher, sagen wir mal, die Skizze der Austragung erstellen. Da ist ja keine direkte Präferenz, was jetzt zuerst gemacht werden soll, also zeichnen wir hier unsere U-förmige Form. Dann setzen wir hier noch unsere Symmetrie und sagen, das hier sollen 500 mm sein und das hier sollen 250 mm sein. Nicht erschrecken, wenn ich hier jetzt in diesem relativ aktuellen 0.16er Development Snapshot ein Maß editiere, dann erscheint hier noch bei jedem Maß im Sketcher dieses extra Fenster, Name optional. Das ist etwas Neues, das eingeführt wurde in FreeCAD. Ich habe die Möglichkeit hier für diese Beziehung einen Namen zu vergeben und mit diesem Namen kann ich dann bestimmte mathematische Operationen anstellen. Das nennt sich Expressions. Ich habe also jetzt hier diesen Pfad der Austragung entsprechend definiert.
Dann kann ich noch über eine Skizze in der XZ-Ebene mein entsprechendes Profil, das ausgetragen werden soll, zeichnen. Ich nehme jetzt hier mal ein Rechteck. Dann werde ich in der Mitte noch eine senkrechte Linie zeichnen, die Konstruktionselement sein soll. Dann setze ich noch Symmetrie zwischen diesem Punkt und dieser Linie und ebenso hier. Dann kann ich nämlich diesen horizontalen Abstand der Mitte des Rechteckes in Bezug auf den Ursprung mit 125 mm bemaßen, dass die Mitte des Rechteckes entsprechend auf der Mitte bzw. genau auf dieser Austragungsbahn hier liegt. Also kann ich noch sagen, diese beiden Seiten sollen gleich lang sein, dann vergebe ich noch eine Länge von, sagen wir mal irgendwas Spaßiges, 20 mm. Und dann haben wir noch einen Freiheitsgrad übrig, der besteht darin, dass, wenn ich sage, bitteschön, hier noch eine Symmetrie, dann sind wir vollständig eingeschränkt. Und ich kann in der Part Workbench mein Sweep-Werkzeug anwenden und sagen, ich hätte gerne einen Sweep von Sketch 001. Pfad der Austragung ist in diesem Falle Sketch. Fertig. Ich hätte gern einen Volumenkörper. Und wenn ich auf OK klicke, dann habe ich hier mein entsprechend gesweeptes Profil. Für das Erzeugen dieser Wanddicke werde ich jetzt also diese beiden Skizzen zur Sicherheit ausblenden. Dann eine Fläche an dem Körper auswählen, damit das Dickenwerkzeug aktiviert wird. Dann wähle ich das Dickenwerkzeug an. Dann wähle ich als Flächen diese Fläche und halte die Steuerungstaste gedrückt und wähle noch diese Fläche. Das ist so gesehen der Anfang und das Ende meines Schnittes. Ich sage fertig. Stelle noch hier um auf Schnitt. Und wie man sieht, ist hier die entsprechende Wandung entstanden. Ich sage OK und habe hiermit mein Rohr komplett fertig erstellt. Wenn ich auf den Drahtgittermodus gehe, dann sieht man also, dieser Schnitt erstreckt sich über das ganze gesweepte Profil mit allem Drum und Dran. Eine Kleinigkeit ist jetzt völlig untergegangen. Wenn ich jetzt nämlich von dieser Fläche zu dieser Fläche messe, dann haben wir eine Entfernung von 22 mm. Das kommt daher, dass wir die Dicke mit plus 1 mm definiert haben. Wir hatten ja ein Profil von 20 mm auf 20 mm entsprechend gesweept. Wenn ich also jetzt hier die Dicke auf minus 1 korrigiere, dann haben wir das ursprüngliche Profil quasi ausgehöhlt entsprechend und 1 mm Wandungsstärke stehen lassen. So sollte es ja eigentlich auch von der Logik her richtig sein. Wenn ich also jetzt im nächsten Schritt diesen schrägen Körper hier entsprechend ranmodelliere, dann kann ich sagen, ich gehe wieder in die Sketcher Workbench, nehme mir meine Skizze vor und sage, ich hätte gerne eine Skizze auf der YZ-Ebene, sage OK und zeichne mir mein Profil mal so grob hier vor mit einer waagrechten Linie, hier wieder zurück auf den Ausgangspunkt. Dann lösche ich diese Beschränkung hier, die momentan sich beißt mit diesen beiden Beschränkungen hier, wieder raus. Ich schließe mal kurz die Skizze und blende diesen oberen Körper aus, damit ich etwas besser arbeiten kann.
dann sage ich, diese beiden Linien hier sollen bitte schön parallel sein. Dieser Punkt soll von dieser Linie einen absoluten Abstand haben von 20 mm. Das ist ja die Dicke unseres Profils. Dann soll dieser Punkt von diesem Punkt einen Abstand haben von der Hälfte unseres Profils, also von 10 mm. Dann können wir noch der Vollständigkeit halber sagen, dieser Punkt ist in horizontaler Richtung, sagen wir mal 320 mm entfernt. Na, machen wir mal den Schritt zurück und schieben das Ganze mal wieder etwas raus, damit der Solver keine Probleme bekommt. So, nochmal das Ganze. Die beiden Punkte sind 320 mm entfernt. Dann haben wir noch einen Freiheitsgrad, sagen wir mal diese Linie und die Horizontale bilden einen Winkel von 15 Grad und schon sind wir komplett eingeschränkt. Wir schließen die Skizze und wenn ich jetzt diesen Körper hier wieder einblende, sind wir ja momentan mit unserer Skizze in der Mitte, nämlich auf der YZ-Ebene, also verpassen wir der Skizze noch ein Placement in X-Richtung um 125 mm, dass wir wieder mittig unter diesem Profil sitzen. Wir sagen okay. Wir können in dem Fall unter Part Design mit der Pad-Funktion um 20 mm symmetrisch zur Ebene austragen und haben dann unseren vollen Körper. Dann können wir zur Part-Funktion zurückwechseln. Und sagen, wir markieren eine Fläche, das, wie man sieht, ist ja momentan das Dickenwerkzeug ausgegraut, also markieren wir eine Fläche, dass es aktiviert wird, dass man es anklicken kann. Und dann sagen wir, wir hätten gern das entsprechend angewandt. Die Fläche war ja schon vorausgewählt, wir können unsere Dicke wieder auf minus 1 beschränken, dass wir das Profil aushöhlen möchten, konstant. Und wir sagen okay. Und jetzt könnte ich noch im letzten Schritt sagen, damit ich entsprechend von der Editierbarkeit und von der Parametrisierbarkeit her entsprechend auf der sicheren Seite bin, kann ich einen Klon hier erstellen und diesen Klon dann per Placement in X-Richtung auf minus 100, nein, auf minus 250 in dem Fall setzen und hätte hier mein entsprechendes Profil entsprechend fertig und entsprechend ausgehöhlt. Genauso gut könnte ich natürlich über die Loft-Funktion auch sagen, ich lösche mal wieder diesen Schritt hier heraus und auch diese Dicken-Operation lösche ich mal heraus. Das hier blenden wir nochmal aus. Ich könnte dann zum Beispiel sagen, ich setze mich auf diese Fläche hier, gehe in den Sketcher-Modus, setze da eine Skizze drauf. Von mir aus mache ich hier einen Kreis. Dann setze ich noch hier eine Skizze drauf. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich mache hier eine Art Dreieck. Dann gehe ich in die Part Workbench, sage Loft, Sketch 3 und Sketch 4 erzeuge Volumenkörper. Jawohl. So sieht dann mein Volumenkörper aus. Der Übergang ist von diesem Dreieck auf den entsprechenden Kreis hier passiert und ich könnte jetzt noch per Boolsche Operation sagen, ich ziehe das eine von dem anderen ab und habe dann hier meinen entsprechend ausgehöhlten Körper. Ich kann dann noch die entsprechenden Skizzen der Loft-Operation
wieder ausblenden. Und hätte dann den Körper hier entsprechend mit der Loftfunktion ausgehöhlt. Die Loftfunktion kann man jetzt hier für die Wandung nur bedingt natürlich verwenden, weil wenn ich hier so schräg durchschneide und dann eine Skizze drauflege, ist die absolute Entfernung der inneren Kontur von der äußeren Kontur ja nicht ein Millimeter, sondern müsste ein bisschen größer sein. Nämlich über Winkelfunktion spielt ja dann die 15 Grad damit rein. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieses Tutorials angelangt. Ich hoffe, ich konnte wieder ein paar interessante Sachen zeigen. Und Kritik und Kommentare und sonstiges zu dem Video direkt hier bitte auf YouTube, ansonsten gerne im Forum. Und vielleicht sieht man sich in einem anderen Tutorial wieder. Tschüss!